Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier gerade abgeht. Verschlinger, Alghul, also die fette Action ist jetzt hier am Start, aber ja, guckt euch an, Level 13, also das ist alles kein Stress. Trotzdem bin ich gleich tot, interessant. Hä, ist hier ein ist doch kein verlassener Ort, oder? Verstehe ich nicht. Mach die trotzdem einfach mal platt. Aber eigentlich verstehe ich es nicht so ganz. Leichen. Was ist denn hier passiert? Krass. Egal. Wir sind gespannt aufs Hauptquest, also ich gehe mal davon aus, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht mit Gaunter Odim und auch mit Olgiert. Ich bin auf beide gespannt. Vor allem dann auf dieses Duell, was ich mir mit ihm liefern werde. Weil ich ja irgendwie versuchen muss, den zu überlisten, den Gaunter Odim. Hallo, bin da. Boah, bitte noch dunkler, bitte noch dunkler. Waren wir hier schon mal drin? Solange es nicht sein muss, macht sich keine Katze an. Aber hier ist echt verflucht dunkel drin. Also, oh Gott. So dunkel wie hier ist es selten in den Höhlen. Meistens sieht man zumindest noch ein bisschen was. Alter, was ist denn das für ein Weg? What? Ja, hier war schon mal. Stimmt, hier konnte man nichts Besonderes machen, kann das sein? Und ich hatte mich schon gewundert, was das für ein krasser Ort ist, wo man nichts machen kann. Seltsame Ortswahl. Es gibt wohl einen Grund dafür? Du bist doch Kunstliebhaber, nicht meine Wahl. Der Ort ist so gut wie jeder andere. Es war nicht meine Wahl. Das dachte ich mir. Aber nun sind wir hier. Ich glaube, du hast etwas für mich. Ich habe den dritten Wunsch erfüllt. Woher soll ich wissen, dass das die Rose ist? Du könntest sie vor einer Stunde auf dem Ochsenfurter Markt gekauft haben. Sieh sie dir genau an. Ich habe sie von Iris. Sie war das Letzte, was Iris an diese Welt gebunden hat. Was? Sie ist ein Zeichen ihrer Liebe. Iris wollte nicht mehr leben. Diese Rose ist ein Symbol ihres Abschieds und der Bestrafung. Ich glaube, sie hat dich geliebt. Dies ist ein Zeichen dieser Liebe. Sie hat mich geliebt? Nach allem, was passiert ist? Iris... Wir haben alles ruiniert. Hätte ich nur geahnt, wie es enden würde. Was passiert hier? Das ist wie ein heißes Eisen in der Brust. Es tut mir leid, dass ich so spät bin. Schön, dass es alle geschafft haben. Und von Everek, hast du jetzt weniger Sorgen? Ein leichteres Herz? Odin, was willst du? Was will ich wohl? Deine Seele.
Nein, dem Pakt nach kannst du sie nur haben, wenn du mir 3 Wünsche erfüllt hast. Und wir... Und wir zusammen auf dem Mond stehen. Nun, sieh mal einer an. Was? Nein, wir hatten einen Pakt. Der Mond ist da. Dort! Nicht hier! Du hast, was du wünschtest. Hier, auf dem Mond, erfüllst du unseren Pakt. Bastard! Du hast betrogen. Ich betrüge nie. Halt! Misch dich nicht ein, Hexer. Weißt du nicht mehr, was passiert, wenn man mich unterbricht? Du erfüllst doch Wünsche nicht. Erfülle meinen und lass ihn gehen. Er muss seine Schuld zahlen. Lass ihn gehen und ich zahle sie. Es ist meine. Du willst deine Seele für seine geben? Nein, aber wir können um sie spielen. Wenn du gewinnst, bekommst du meine Seele und Olgierts. Wenn ich gewinne, lässt du uns gehen. Was für ein Spiel schlägst du vor? Gwint? Weiß nicht. Wir können wetten. Eine Herausforderung. Du weißt, dass ich gut darin bin, das Unmögliche zu schaffen. Du hast es gesehen. Also gut. Aber wir tun es auf meine Art. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich ihm nicht geholfen hätte. Wahrscheinlich wäre er gestorben, also seine Seele wäre genommen worden und das Spiel wäre vorbei, oder? Was ist los? Du wolltest spielen, also spielen wir. Ich erzähle dir ein Rätsel. Löse es und Olgierd und du seid frei. Und wenn nicht? Dann machen wir eine wilde Sause zu dritt. Hattest du das nicht vorgeschlagen? Das Rätsel. Lass hören. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäb mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen 1000 Harfen. Spiegelbild. Was soll das denn sein? Spiegelbild. Sag du es mir. Was bin ich? Spiegelbild. Du wirst verlieren. Wir werden sehen, mein Freund. Du musst mich finden, ehe die Sanduhr abgelaufen ist. Bereit? Dann los! Finde die Lösung des Rätsels des Spiegelmeisters. Hä? Ich brauche einen Spiegel, aber... Was ist das für ein Ort? Gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay, wir haben keine Zeit, uns hier cool umzugucken. Kann ich speichern, okay. Aus wie ein Nebeling.
Monster waren nicht abgemacht. Meine Welt, meine Regeln. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Etwas, das mich wiederholt. Ein Echo vielleicht? Nein, Spiegel. Echo. Spiegelbild. Keine Chance. Ein Echo kann man nicht betrachten. Oh, es ist das Spiegelbild. Ich weiß es doch. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen tausend Harfen. Verdammt, was bist du? Spiegelbild. Oh mein Gott, es ist so einfach. Will mich nur ablenken, da muss ich eh nicht hin, aber ich kann nicht anders. Shani, halt durch, ich komme. Nicht zu glauben, dass du darauf reinfällst. Das soll nur Zeit kosten, ich weiß. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Kinder lieben Schaukeln. Alte könnten sich davor fürchten. Oh Gott. Aber zum Rest passen Schaukeln nicht. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gebe mich nicht. Oh, betrachte furchtbar! Mich, betrachte du bist miserabel. Mich, bis dein denk Verstand dran, dass du jederzeit aufgibst. Dabei kannst du mir doch nichts tun. Ich sehe schon. Ich du wirst mich nie finden. Nie. Was kann das sein? Das ist ein Spiegelbild, aber hier ist auch kein Spiegel, oder? Stimmt hier in diesem Haus drinne. Komm, ich will es beim ersten Mal schaffen. Geil, hier ist sogar Zeug drinne. Spiegel. Hier versteckst du dich also? Komm schon, du hast doch nicht gedacht, dass es so einfach ist, oder? Punkt für mich. Aber jetzt weiß er ja schon, dass ich das Rätsel gelöst habe und dass es ein Spiegel ist. Muss ich denn lang? Punkt für mich. Hier muss ein Spiegel sein, den du nicht zerschlägst. Suche und du sollst finden. Vielleicht. Wie du wohl einen Wasserspiegel kaputt bekämst. Willst du wetten? Aber wo ist denn hier Wasserspiegel? Scheiße. Wo ist denn ein Wasserspiegel? Oh, ich werde es nicht schaffen, ey.
doch ich warte und warte und du musst mich noch immer finden. Das war's, ich verliere. Schade, ich schaff's nicht beim ersten Mal. Ja, sehen wir wenigstens, wie es schlecht endet. Das Spiel ist aus. Oh. Fuck, irgendwo müssen. Aber wir hätten jetzt echt mal einen längeren Abspann machen können, wenn wir verlieren. Das ist ja quasi das Ende. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber es war so klar, dass es ein Spiegel ist. Es waren einfach zu viele Tipps. Also das Rätsel war einfach zu lang. Irgendwann war es mir dann klar, dass es ein Spiegel ist. Ich glaube vor allem halt durch den Part, dass die hübschen Mädchen das halt schön finden und so. Ich habe erst kurzes halt gedacht, vielleicht Schatten. Aber dann war es klar, dass es ein Spiegelbild ist. Okay, irgendwo muss da also ein Wasserspiegel sein. Na, mal gucken, ob wir den jetzt beim zweiten Mal finden. Wir können ja auch blöderweise nicht zwischendrin speichern. Wir müssen jetzt wahrscheinlich jedes Mal erst dahin rennen. Aber ganz, also ich weiß auch noch nicht, wie es weitergeht, aber ganz ehrlich, wenn es das jetzt ist, also wenn wir jetzt einfach nur in so einer Traumwelt einen Spiegel finden müssen, ich habe gedacht, wir müssen halt irgendein cooles Wortgefecht mit ihm lösen, dass wir halt mit ihm richtig reden, so wie uns das dieser komische Professor gesagt hatte, dass wir ihn überlisten und nicht einfach so ein billiges Rätsel. Ich meine, es löst ja im Endeffekt jeder, auch der... Achso, ja... dieses Rätsel löst ja im Endeffekt jeder, auch der nicht... Was ist das für ein Ort? Haha, gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Oh, man hat gerade im Hintergrund diesen Gesang gehört von den Kindern und der war also auch für... Ja, ich höre es schon wieder. Das ist auch also von Gaunt Ultimate. Deswegen konnte man es auch in Witcher 3 nicht hören, weil da gab es ja diesen Gaunt Ultimate oder zumindest als Hauptquest nicht und... Lass mich nicht hier! Hilf mir! Und... Deswegen gibt es erst jetzt in Heart of Stone, dieses Lied. Und da geht es auch um diesen Gaunt Ultimate, alles klar. Wo ist denn jetzt das Haus da oben? Dieses Mal werde ich ein bisschen mehr Zeit haben, aber es ist halt auch so scheiße dunkel. Ich glaube, ich muss mal Katze nehmen. Oh, jetzt sagt mir nicht, ich komme nicht hoch. Fuck. Ich glaube, ich werde diesmal Katze nehmen, wenn ich da drin bin. Oh, furchtbar. Du bist miserabel. Denk dran, dass du jederzeit aufgeben kannst. Ich sehe schon, du wirst mich nie finden. Nie. Spiegel. Hier versteckst du dich also? Komm schon, du hast doch nicht gedacht, dass es so einfach ist. Kann ich hier runter? Oder ist, bin ich da tot? Ich sehe nicht, wie tief das ist, aber ich glaube... Dann bin ich tot, oder? Vielleicht muss ich ja auch erstmal die ganzen Spiegel kaputt machen lassen. Bevor. Du doch, ich warte und warte und du musst mich noch immer finden. Bevor der Wasserspiegel erscheint.
Hier muss ein Spiegel sein, den du nicht zerschlägst. Suche und du sollst finden. Vielleicht. Wie du einen Wasserspiegel kaputt bekämst. Okay, ich dachte schon, wir kommen hier hoch. Wo ist denn hier Wasser? Fuck, meine Zeit wird schon wieder knapp. Komm schon. Wo ist Wasser? Wo ist Wasser? Wo ist Wasser? Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Muss ich doch hier runter? Okay, wenn man ganz unten ist, stirbt man also einfach. Was soll ich denn das wissen? Naja, okay, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter und ich bin auf jeden Fall noch nicht bereit, hier die Komplettlösung nachzuschauen oder sowas. Ich werde das schon finden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Praxis. Tschö, tschö.